An Ostern spielen sie Jahr für Jahr die Hauptrolle. Bunte Eier. Ich hab sie gefunden. Doch bis dahin ist es ein langer Weg. Dieses Ostergeschäft ist für die Eierleute anspruchsvoll. Niedersachsen ist Ostereierland. Von hier kommt jedes dritte deutsche Frühstücksei. Hier gibt es die größten Färbereien Europas. Alleine die Firma in Prinzhöfte färbt in den 6 Wochen vor Ostern bis zu 40 Millionen Eier. Einige Hobbyzüchter setzen auf natürliche Farbpatronen. Unsere Hühner legen das ganze Jahr Ostereier. Und manche nehmen sie zu Ostern ganz genau unter die Lupe. In unserem Osterei steckt so viel mehr, als wir ahnen. Nördlich von Hannover liegt das Allerleinetal. Die Region ist landwirtschaftlich geprägt. Mehr als 20.000 Einwohner sind bereits seit 4 in der Früh fleißig. Quasi in den Ostervorbereitungen. Carsten Poppe ist Chef der Hühnerfarm Poppe, in dritter Generation. Zweimal täglich kontrolliert er seine 3 Ställe. Wasser, Futter, Licht und Belüftung sind zentrale Faktoren. Besonders zu Ostern darf nichts schiefgehen. Ostern ist eine spezielle Problematik. Da wollen die Leute eigentlich auch nur in der Osterwoche wirklich große Mengen an Eiern und am liebsten dann auch weiße Eier. Und aber das kann man natürlich dem Huhn schlecht vermitteln, dass es weiß, wann Ostern ist. Und deswegen kann man natürlich versuchen, den Prozess so zu steuern, dass man alle Ställe vor Ostern voll hat. Und das hat Poppe seit Monaten geplant. Derzeit sind alle seine Hennen 20 bis 30 Wochen alt. In diesem Alter erreichen sie ihre im Fachjargon Legespitzen. Wer jünger oder älter ist, kommt für Ostern nicht in Frage. Also ein Huhn legt so im Jahr gute 300 Eier im Schnitt der Herde. Also es gibt welche, die wahrscheinlich tatsächlich fast jeden Tag ein Ei legen. Und welche, die natürlich ein bisschen bequemer sind. Deswegen ist die sensible Behandlung dieser Tiere schon sehr wichtig. Was wichtig ist bei der Tierkontrolle, ist, dass man sich das Gefieder der Tiere sehr gut anguckt, um früh zu erkennen, ob die Hühner unter Federpicken leiden, also dass die Artgenossen an die Tiere gehen, auch ob die Hühner gesund sind, gefressen haben. Und das kriegt man am besten raus, indem man so ein Tier auch mal in die Hand nimmt und begutachtet. 5-mal am Tag ist Essensausgabe. Wichtig für das perfekte Osterei. Das körnige Futter läuft direkt aus den Silos auf das Förderband. Jedes Huhn frisst im Schnitt 120 Gramm täglich. Das macht allein in diesem Stall pro Jahr 130 Tonnen Futter. Und vor allem das hält die Hennen gesund, die Schale robust und den Geschmack konstant. Das Futter besteht eben zum Großteil aus Weizen, Mais, Soja und dann eben einen hohen Kalkanteil, der dafür da ist, um den Huhn zu ermöglichen, die Eischale zu produzieren. Denn vor allem auf die kommt es beim späteren Färben an. Grundsätzlich gilt, je älter die Henne, desto größer das Ei. Mit zunehmendem Alter wird die Schale immer dünner. Für bunte Ostereier kontraproduktiv. Man versucht beim Mahlen schon die groben Bestandteile auch relativ grob zu lassen, aber man hat eben Mineralstoffe drin, die sind eben fein. Deswegen ist es wichtig, dass die Hühner, dass sie so viel Zeit haben, die einmal komplett leer zu fressen, dass auch die ganzen Mineralstoffe ins Huhn kommen. Poppes Wintergarten ist gesetzlich zwar nicht vorgeschrieben, bietet aber zusätzlichen Auslauf, frische Luft und Tageslicht. Die Klappe öffnet morgens und schließt abends erst, nachdem draußen dunkel ist, weil die Tiere alleine wieder in den Stall rein sollen. Und die Tiere gehen zum Licht. Also wir haben das im Prinzip mit dem Lichtprogramm innen gekoppelt. Mehr Licht, mehr Ostereier. Per Zeitschaltuhr geht die Sonne pünktlich um 4 Uhr morgens auf
und langsam nach 14,5 Stunden wieder unter. Der ewige Sommer kurbelt die Eierproduktion an. Von der professionellen Bodenhaltung zur ganz besonderen Hobbyzucht. Haßbergen im Landkreis Osnabrück. Die Eier, die hier gelegt werden, sind von Natur aus bunt. Die Züchter, Helge Stütze. Oh, hier sitzt eine. Muss ein bisschen aufpassen. Die legt da gleich ein Ei hin. Und Lebensgefährtin Melanie Banker. Na, guten Morgen. Hallo. Ich mache jetzt erst den Stall sauber. Die kriegen jetzt erst eben ein paar Brötchen, dass sie hier vorne alle hinkommen. Okay. Dann können wir mal eben gucken. Ja, ich guck mal nach dem Futter. Es ist so, dass die Hühner ja jeden Tag frisches Futter brauchen, weil sie ja, wie man sieht, den Futternapf leer gefressen haben. Und zwar besteht das aus Körnern, aus Mais und Weizen und Hafer und Gerste. Und zusätzlich bekommen die von uns noch mal eine Mischung aus Oregano, also getrocknetes Oregano. So. Also es riecht auch appetitlich, ne? Hat zwar keinen Einfluss auf die Farbe, ist laut Melanie aber ein natürliches Antibiotikum. Es ist so, die sind alle in der Mauser gewesen, bekommen neue Federn und fangen auch an, wieder Eier zu legen. Und da brauchen die halt das beste Futter, was man kriegen kann. Melanie hat vor 7 Jahren ihre Liebe zu exotischen Hühnern entdeckt. Die bunten Eier, eine schöne Zugabe. Oh, da sind ja schon überall Eier drin. Donnerschlag. Die sind ja früh heute. 9 verschiedene Rassen jeden Alters leben hier friedlich zusammen. Eine halbe Stunde dauert die tägliche Stallpflege. Bei uns ist das ganze Jahr Ostern. Unsere Nachbarn kriegen jeden Tag ihre 2 Eier frisch und holen die sich aus ihrem eigenen Garten sozusagen. Also unsere Hühner liegen bei denen frisch die Eier in den Garten. Zack. Das bringe ich schon mal weg. Neben den 56 Hennen sind auch 3 Hähne im Korb. Oh, schön. Sie haben einige der Eier vorab befruchtet. Na, Mäutchen, zeig mal. Was machen deine Kükis? Aha. Aber alle noch heile, das ist schon mal gut. Das ist unsere erste Glucke dieses Jahr. Also die Tage, es wird ja jetzt wieder besser, das Wetter. Und ich habe eigentlich schon drauf gewartet. Und die sitzt jetzt seit einer Woche auf diesen 4 Eiern, um sie auszubrüten. Hühner, die gluckig werden, also die das sozusagen als Urtrieb noch in sich haben, deren Grundtemperatur steigt an auf 42 Grad. Und dadurch ist es möglich, dass überhaupt ein Küken aus diesem Ei schlüpft. Na, hallo, darf ich auch mal gucken? Ja, ja, ja. Das fand sie nicht so toll, dass ich sie jetzt gestört habe. Und da ist auch jedes Huhn anders. Also sie ist ja ganz entspannt jetzt. Oh, dann kann ich ja den Joachim gleich anrufen und ihm sagen, dass wir wieder Eier haben. Die Morgenrunde war schon sehr erfolgreich. Doch am Nachmittag stehen noch einige besonders farbenfrohe Eier auf dem Legeplan. Wann genau ein Huhn im Laufe des Tages sein Ei legt, ist kaum vorherzusehen. Carsten Poppe trainiert seine Hennen darauf, dass sie bis mittags ihre Arbeit erledigt haben. Es ist ja wirklich auf Höchstleistung gezüchtet und es ist wie ein Hochleistungssportler, wenn dort Störungen kommen. Wenn man dort reingrätscht in den Ablauf, dann bedeutet das jedes Mal wieder einen Knick. Und nicht nur in der Legeleistung, sondern auch im Wohlbefinden. Viele von Poppes Eiern gehen jetzt zu Ostern in die großen Färbereien. Grundsätzlich ist es Ostern so, dass man eigentlich immer zu wenig hat. In der Woche nach Ostern hat man dafür umso mehr. Dies sind die Legenester, wo die Hühner quasi ihre Hauptarbeit verrichten. Sie legen dort ihre Eier. Hühner suchen sich zum Eierlegen immer gern einen ruhigen, dunklen Ort. Dieses Huhn war glücklicherweise schon fertig mit Legen. Und die Eier rollen dann, dadurch, dass sie leicht geneigt sind, auf das Transportband. Und dieses Transportband fördert die Eier weiter Richtung Sortiermaschine, wo die Eier dann sortiert werden und dann auch verpackt werden.
Jährlich rollen bei Poppe rund 7 Millionen Eier vom Band. In Niedersachsen eine eher kleine Farm. Die Ostereier fahren automatisch vom Stall in die gegenüberliegende Sortieranlage. Hier kommen jetzt die Eier an, die wir vorhin im Stall gesehen haben. Die werden dann schon weiter transportiert bis zum Beginn der Maschine, wo hier die erste Sichtkontrolle stattfindet. Schmutzeier, Eier, die mechanischen Schaden hatten, also Knickeier, werden hier rausgefiltert. Mit sanftem Unterdruck zur Durchleuchtungsmaschine. Eierkunden sind anspruchsvoll. Viele machen im Supermarkt den Karton auf und kontrollieren, weiß Poppe. Ist nur eines beschädigt, kaufen sie ihn nicht. Poppes Team durchleuchtet deshalb jedes Ei und erkennt so auch feinste Risse in der Schale. Wiegen, kennzeichnen und sortieren. Das alles erledigt die Maschine. Hier die Größensortierung. Wir versuchen schon, Ostern alle Kunden zufriedenzustellen. Aber es ist eben ein endliches Produkt und da muss man eben gucken. Heute liefert Poppes Team 16.000 Eier in die Färberei. Vor 10 Jahren fing Poppes Vater Jürgen an, die Hofeier an Färbereien auszuliefern. Zusätzlich beliefert er umliegende Hofläden. Papa, Heidi Köpke hat angerufen, die wollen noch 720 Eier jetzt zu Ostern. Heute wäre schön. Jetzt vor Ostern ist ja ein bisschen verrückt, Hektik, ja. Ja, dass du vielleicht noch ein paar mit abnehmen könntest. Ja, machen wir. Ja, aber die haben ja abends flogen die Hühner in die Bäume. Und dann mussten wir hinterher, wir Kinder oder Jugendlichen, und die Bäume schütteln und dass die Hühner runterkamen, denn sonst hat der Iltis oder der Marder die Hühner aus den Bäumen geholt. Also das war schon immer eine aufregende Sache. Ostereier sind frische Produkte. Von der Farm geht's gleich in die Färberei. Eine der größten liegt 100 Kilometer westlich in Prinzhöfte. Aus ganz Niedersachsen kommt die rohe Ware hier an, um sich in farbenfrohe Ostereier zu verwandeln. Die Maschinen sortieren vor und beschädigte Eier gleich wieder aus. Betriebsleiter Ansgar Hanken arbeitet seit 2002 in der Firma. Hier in der Packstelle können wir ca. 1 Million Eier am Tag sortieren. In der Färberei haben wir auch in der Spitzenzeit ca. 1 Million Eier, die wir färben. Und wir kochen und schälen auch noch. Und da sind es auch noch mal ca. 1 Million Eier jeden Tag. Im Kühlhaus der Färberei lagern Millionen von ihnen bei 5 Grad. Im Grunde funktioniert es wie zu Hause. Im Kühlschrank bleiben die Eier länger frisch, am besten im separaten Fach. So behalten sie ihren typischen Geschmack. Hallo? Und, alles gut? Ab und zu kaputte Eier dabei, ne? Genau, müssen wir aber wegschmeißen, ne? Kochen, färben, trocknen. Der Dreiklang zum perfekten Osterei. Also hier werden die Eier von den Einzellagen abgesaugt und dann in dieses Becherband abgegeben. Von dort werden die dann nochmal wieder abgesaugt und in die Kochklammern reingenommen. Geht das in die Kochmaschine rein. Die Eier werden dann über den Wasserdampf der Kochwanne vorgewärmt. Die Eier durchlaufen den Dampf, damit möglichst wenig Eier beim Kochen platzen. Das Kochen dauert 15 Minuten. Die eine Hälfte der Zeit über Wasserdampf, die andere im 95 Grad heißen Wasser. Zu Hause kann man es nicht so darstellen, wie wir das hier bei uns hinkriegen. Ne? Also zu Hause muss man auch seinen Rhythmus für sich selber finden. Im Kern 73 Grad heiß rollen die Eier Richtung 6-Farben-Dusche. Mögliche Keime sind spätestens hier abgetötet. Die Kollegin sortiert die geplatzten Eier raus, damit die halt nicht gefärbt werden. Kaputte Eier möchte kein Kunde haben und wir sortieren die halt an dieser Stelle schon vorab aus. Abgeschreckt werden die hier gar nicht. Wir müssen zusehen, dass die Eier im heißen Zustand gefärbt werden, damit sich da auch keine Mikroorganismen fortpflanzen können. Du möchtest Maschine umstellen? Jetzt sofort. Was stellt ihr um? Den Regenbogen? Oder was macht ihr? Ringel. Intensiv. Ringel, jetzt machen wir Ringel. Alles klar. Er muss noch mal Wechsel machen hier, ne? Schritt 2. Aus weiß, mach bunt.
Nun sind die Färbemaschinen dran. Den Anfang macht die Spritzfärbung. Leuchtend, Regenbogen oder Ringel. Die Variationen sind zahlreich. Mehrmals am Tag stecken die Mitarbeiter die Schläuche um und verändern so das Farbenkleid. Die Bedienung ist komplex, die Rezeptur geheim. Also der Mitarbeiter macht das aus Erfahrung. Er sagt dem Bedienpersonal beim Auflegen eine Lücke an. Das heißt, circa 5 Minuten Zeit braucht er, um die ganze Maschine umzustellen. Dementsprechend die Kochmaschine läuft weiter. Hier kommen jetzt keine Eier raus. Das heißt, so in 2-3 Minuten sind die nächsten Eier da und dann kann er auch wieder starten. In einer einzigen Stunde produzieren die Maschinen rund 40.000 Ostereier. Das Ei steht senkrecht in der Nadel drin und dementsprechend sind die Fliehkräfte an dem Ei nicht ganz so groß. Es sollte den Drehprozess wunderbar aushalten können. Zwischendurch fliegt mal ein Ei raus, wenn das halt nicht hundertprozentig abgelegt wurde. Aber das ist eher die Ausnahme. Die Spritzfärbemaschine läuft nur zu Ostern. Hier dürfen bloß weiße Eier mitspielen. Um diese zum Leuchten zu bringen, kommen 2 Schichten Farbe samt Shellack obendrauf. Die Cuticula, das ist die Schicht, die das Ei im rohen Zustand haltbar macht, die wird beim Kochen abgewaschen. Durch das Abwaschen verliert das Ei seinen natürlichen Schutz vor Keimen. Und dadurch, dass wir das Ei wieder mit einem Lack beschichten, erreichen wir wieder eine längere Haltbarkeit. Eiertanz in der Marmorierstraße. Diese Picknick-Eier gibt es nicht nur an Ostern, sondern das ganze Jahr im Supermarkt zu kaufen. Also hier auf dieser Färbeanlage färben wir weiße und braune Eier parallel. Für die weißen Eier nehmen wir halt die hellen Farben und für die braunen Eier nehmen wir halt die dunklen Farben. Es ist halt nur eine optische Geschichte, dass die braune Schale ein bisschen dunkler aussieht und die weiße Farbe, da leuchten die Farben etwas mehr. Das Färben zu Ostern ist für uns sehr, sehr anstrengend und dementsprechend haben wir noch 2 Färbeanlagen, die dann halt mitlaufen und dann wird nicht nur 2-schichtig produziert, sondern 3-schichtig. Das letzte Mal habe ich zu Hause, bestimmt 10 Jahre her, mit meinen Kindern zusammen Eier gefärbt. Seitdem wir die Eier hier bunt machen, ist das zu Hause nicht mehr erforderlich. Ob industriell oder von Hand, warum malen wir Eier überhaupt zu Ostern bunt an? Die Antwort liefert die Religion. Im frühen Mittelalter färbten Christen Eier rot, um an die Leiden Jesu zu erinnern. Zudem war die Farbe eine Art historisches Mindesthaltbarkeitsdatum. In den Fastenwochen wurden die Eier gelagert und je nach ihrer Legezeit farblich markiert. So wusste man zum Osterfest, wie alt das jeweilige Ei war. Heute hilft die Farbe dabei, die Eier besser zu finden. Ich habe sie gefunden! Manchmal färbt Mutter Natur auch selbst. Das fällt jeden Tag um. Ich weiß gar nicht, warum. Wir haben in den letzten 6 Wochen bestimmt 4 Hühner durch den Habicht verloren. Und weil wir jetzt keine großen Tiere wie Kühe oder Pferde oder sonst irgendwas hier stehen haben, machen wir das einfach immer so, haben wir uns überlegt. Wir stellen hier wie so eine Art Wigwam auf, natürlich jetzt ohne Stoff. Und die Hühner könnten im Ernstfall vielleicht schnell darunter und der Habicht schafft es vielleicht gerade nicht, die dann zu packen. Jetzt haben wir natürlich nicht ganz so viele Stöcker gehabt, aber wir fangen jetzt erstmal an und dann gucken wir mal, ob es was bringt. Also seitdem die stehen, hat es funktioniert. Ich hoffe mal, das bleibt so. Und wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. Da muss ich mir was Neues ausdenken. So, auf ein Neues. Seit 7 Jahren halten Helge Stütze und Lebensgefährtin Melanie Banker Hühner. Haben wir noch Mehlwürmer? Hier, da sind aber, die machen schon Sandbad da unten drunter. Ich weiß gar nicht, hast du schon mal gesehen, wie das Loch da aussieht? Ja, das mögen alle gerne, ne? Das hier ist unsere älteste Henne, diese hier. Komm. Oder jetzt gehen wir mal hier lang.
Jo. Wenn ich jetzt keine Mehlwürmer hätte, würde das gar nicht gehen. Aber mit Mehlwürmer geht alles. Die Eier der Hennen sind so unterschiedlich wie sie selbst. In Bezug auf Herkunft, Gewicht und Farbe. Sie legt grüne Eier und ist eigentlich, also sie ist eine Cream-Leg-Bar-Henne und kommt aus England. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann kann man an den Ohrscheiben sehen, dass sie ganz leicht einen mintfarbenen Touch haben. Das ist auch das Indiz dafür, dass sie grüne Eier legt. Das Gen der Grünleger, das erlangt man über Araucaner-Hühner. Die kommen aus Chile. Die haben ein Gallenenzym, was eben die Schale durch und durch grün färbt. Wenn man jetzt sie hier mit einem anderen Hahn verpaaren würde, der eben zum Beispiel braune Eier legt oder braune Eier weitervererbt, dann gibt es olivgrüne Eier. Station 3 in der Färberei. Bald ist das perfekte Osterei fertig. Jetzt nur noch trocken föhnen. Dann geht's in den Paternoster zum Trocknen. Mittlerweile sind die rund 50 Gramm schweren Proteinbomben seit 40 Minuten unterwegs. Ich versuche immer noch jeden Tag ein Ei zu essen, weil die sind hier wunderbar gekocht. Die schmecken 1A. Die sind von der Garung 1A. Da kann man überhaupt nicht meckern. So muss ein Ei aussehen. Wachsweiche Kern. Und geschmacklich wunderbar. Vor Ostern verlassen 1 Million Eier die Fabrik. Jeden Tag. Deshalb unterstützen zusätzlich 40 Saisonkräfte die Produktion zwischen Januar und dem großen Fest. Jedes Osterei bekommt 1 Milliliter Farbe. Das macht einen täglichen Verbrauch von 1000 Litern Farbe. Die Firma setzt, wie andere Färbereien auch, vor allem auf Bodenhaltung. Gefärbte Bio-Eier haben sich für sie in der Vergangenheit nicht gelohnt. Pass. Im hauseigenen Lagerverkauf arbeitet Helga Runden, Mutter von einem der Geschäftsführer. In der Region leben viele Menschen von der Eierindustrie und das seit Generationen. Das meint man eigentlich nicht, dass Gold zu Ostern, man denkt ja an Frühlingsfarben und dergleichen. Und trotzdem geht der Trend ganz viel zu diesen goldenen Eiern hin. Sogar Kinder, wo ich eigentlich immer gedacht habe, Kinder, die greifen zuerst zu bunten Farben. Aber auch wenn die hier im Shop kommen, dann suchen die sich ganz gern ein goldenes Ei. Goldenes Ei gibt es nicht überall und dann ist das schon was Besonderes. Braunschweig, Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Für Ostereier gibt es kein gesetzliches Mindesthaltbarkeitsdatum. Umso wichtiger sind die bunte Eierkontrollen durch das Amt. Dieses meldet Mängel dem Veterinäramt. Also hier sind es jetzt 3 Eier von 30. Das hält sich noch im Rahmen. Also das ist jetzt nicht unbedingt super schön, aber wir hatten auch schon mehr, bis zu 10. Und manchmal sind es aber auch wirklich gar keine. Aber für den Verbraucher ist es natürlich sinnvoll, wenn die immer intakt sind. Also ein bisschen Druck übe ich aus. Das sieht man bei dem Ei hier ganz schön. Dann sieht man, dass sich das halt der Riss so ein bisschen auseinandergeht. Und das würden wir jetzt halt auf jeden Fall auch dann heute schon untersuchen, weil das halt beschädigt ist. Ja. 1200 Stichproben kommen hier in den Wochen vor Ostern an. Chemielaborant Sebastian Weigel untersucht die fragilen frische Produkte auf Aussehen, Geruch und Geschmack. Seine Chefin, Lebensmittelchemikerin Sieglinde Keck. Das Mindesthaltbarkeitsdatum bei rohen Eiern ist vorgeschrieben. 28 Tage nach dem Legen. Bei Ostereiern bestimmt das die Färberei. Keck weiß, worauf sie achten muss. Das perfekte Osterei ist natürlich zum einen schön gefärbt. Meistens glänzen die Eier ja auch. Es hat keine Risse, es hat keine Löcher. Es ist also rundum verschlossen. Und wenn man es dann aufschlägt, sollte der Dotter nicht ganz hart sein, sondern noch leicht wachsweich, so wie es hier der Fall ist. Ein grün-bläulicher Dotter ist kein Grund zur Sorge. Ab einer Kochzeit von 10 Minuten kommt es zu einer chemischen Reaktion. Die Qualität leidet darunter nicht. Und gefärbten, die ich zu Hause mache. Auch die Farben könnten theoretisch mitgegessen werden. Ich bevorzuge eher noch das selbst.
Die Farbstoffe, die für das Färben der Eierschale verwendet werden, sind alle Lebensmittelfarbstoffe, die zugelassen sind und die völlig unbedenklich sind. Alle Jahre wieder. Nach der Sensorik kommen die Ostereier in den Schrank. Bis zum Ablauf des frei gewählten MHDs. Dann untersuchen die Verbraucherschützer die frischen Produkte erneut. Vor etlichen Jahren hatten wir noch mehr Eier, die am Ende der Lagerung dann nicht mehr sensorisch einwandfrei waren. Wir haben jetzt immer noch vereinzelte Eier. Das kommt vor. Das ist bei dem Naturprodukt Ei nicht zu vermeiden. Aber tendenziell ist die Qualität der gekochten Eier viel besser geworden. Gut 200 Kilometer westlich. Osterbescherung bei Melanie Banker und Helge Stütze. Dank ihrer Hühner finden sie täglich farbenfrohe Eier. Hallo. Hallo. Die schwedischen Blumenhühner, die lieben halt lieber, die Eier irgendwo hinzulegen und zu verstecken, als wie also richtige Ostereier sozusagen. Im Schnitt finden die Niedersachsen 30 Eier pro Tag. Ja, eins ist schon mal da. Kollegen, Nachbarn und Freunde bekommen die naturbunten Eier. Da liegt auch noch eins. Ach, guck mal. Zack. Das ist von heute. Jo, Wahnsinn. Und es ist noch immer 15 Uhr. Da kommen doch welche dazu. Nee. So. Ja, dann würde ich sagen, da können wir eigentlich jetzt gleich alle packen. Es ist ja unser Markenzeichen, unsere bunten Eier. Und ich versuche irgendwie immer, es so zu mischen, dass mindestens ein grünes Ei dabei ist und ein paar dunkle Eier. Grün, türkis, schokoladenbraun. Alles, was Mutter Natur hergibt. Manchmal geht auch der die Puste aus. Also ich habe hier ein Ei von gestern, wo man das ganz besonders gut sehen kann. Und zwar ist es so, Marantz-Hühner haben ein ganz besonderes Organ. Und zwar haben die eine Farbpatrone an ihrer Kloake oder vor der Kloake. Und sobald das Ei fertig ist, also die Eierschale ist produziert und kommt raus, dann geht dieses Ei einmal durch die Farbpatrone durch. Und dadurch entsteht so eine schöne dunkelbraune Färbung. Unsere Hühner legen das ganze Jahr Ostereier. Ich wollte die Eier abholen. Ja, super. Ja, ich habe schon welche fertig gemacht für dich. Ja, das ist gut. Danke. Gerade gelegt, ganz frisch. Hier, Joachim, wie immer. Ja, frisch, danke frischer, schön. Frischer geht's nicht. Oh, und so schön bunt wieder, ne? Ja. Okay, ja, dann bedanke ich mich und. Ja, viel Spaß damit und guten Appetit. Dankeschön, ne? Ja. Bis demnächst. Bis demnächst, ne? Ja. Tschüss. Tschüss. Bestell mal schöne Grüße. Millionen Ostereier für den Norden. Ob industriell, von Hand oder naturgefärbt. Hauptsache schön bunt.